Hallo liebe Leute, euer Coach von Limitless Motion hier und heute im Video möchte ich mal darauf eingehen, auf das Thema Psychotherapie für die Gesellschaft und zwar der Gedanke, dass Psychotherapie bei uns ja, der Name finde ich sogar auch unglücklich gewählt, Psychotherapie, weil es hat immer so was Anhaftendes wie, da gehen nur Leute hin, die schwer krank sind oder so, finde ich überhaupt nicht, aber dazu mal ein anderes Video, aber es wird oft so, in der Gesellschaft hinab, abgeschoben, von der Gesellschaft abgeschoben, wenn Leute Probleme haben und dann gehen sie eben in Psychotherapie. Und wenn man sich auch anschaut, wie sich manche Psychotherapieformen entwickelt haben, wie zum Beispiel die kognitive Verhaltenstherapie und was für Psychotherapieformen, und bei uns in Österreich gibt es total viele, über 28 verschiedene Methoden. In Deutschland meines Wissens gibt es nur 3, die anerkannt sind. Das sind vor allem Methoden, die jemanden schnell wieder arbeitsfähig machen, wie zum Beispiel die kognitive Verhaltenstherapie, gibt da sehr viel Forschung dazu, also nichts gegen die Verhaltenstherapie, finde ich eigentlich ein cooles System auch. Aber da ist immer die Frage, was will ich denn eigentlich? Will ich, dass die Menschen, die Probleme haben, möglichst schnell wieder funktionieren im Rädchen? Und da ist eben meine Frage, Psychotherapie für die Gesellschaft. Inwiefern ist das natürlich produktiv? Ich finde das natürlich super, wenn es Angebot gibt, deswegen gebe ich das Angebot auch, wenn Menschen individuelle Probleme haben und da Ansprechpartner haben, beziehungsweise Leute, die sich damit auskennen, die sie unterstützen und ihnen dabei helfen. Andererseits ist die Frage, sind es individuelle Probleme? Also zu mir kommen Menschen und die Probleme sind immer sehr ähnlich. Und da ist eben immer die Frage, sind die Menschen das Problem oder ist der Kontext das Problem? Sprich, ist die Gesellschaftsstruktur das Problem? Und inwiefern ist es vielleicht auch ethisch eigentlich verpflichtend oder sollte es verpflichtend sein, dass man eben nicht die einzelnen Menschen dann richtet, damit sie wieder als Rädchen ins System passen, sondern wie stark kann man die Gesellschaft verändern, dass es gar nicht dazu kommt, dass Menschen solche Probleme haben. Ich finde, es sollte eigentlich mehr oder weniger ein zweigleisiges Herangehen sein. So, es gibt in unserer Gesellschaft eben Menschen, die haben Probleme, beziehungsweise eben mit den Menschen, die zu tun haben, das sind oft Menschen wie du und ich. Ja, jeder hat irgendwelche Probleme. Und wenn man von dem Thema Entwicklungstrauma ausgeht, dann hat eigentlich jeder Mensch auch in einer gewissen Form ein Entwicklungstrauma durchlebt. Das kann ganz, ganz subtil sein und mit dem kann man ganz gut zurechtkommen im Leben. Das kann ganz massiv sein. Und zwischen diesen beiden Enden gibt es das ganze Spektrum. Da könnte natürlich jeder davon profitieren. Aber da ist eben auch die Frage, wie kommt es überhaupt dazu? Und da ist meines Erachtens auch sehr viel Unwissenheit. Schon eben im Elternsein, so wie gebe ich meinen Kindern um, aber das zieht sich natürlich durch die ganze Gesellschaft. Das heißt das Elternsein, dann Kindergarten, Krabbelstuben, Schule und dann geht es natürlich weiter im Beruf. Und da hakt es an allen Enden und Ecken, aus meiner Sicht. Und ist für mich auch ganz klar, dass es, wie wir es gerade derzeit haben, Krieg ganz in der Nähe von uns, dass es im 21. Jahrhundert immer noch zu solchen Sachen kommen kann, weil einfach sehr viele, jetzt ziehe ich aus der psychotherapeutischen Perspektive, sehr viele schon sehr früh traumatisiert worden sein und dann kommt es eben zu solchen, nicht nur zu solchen Menschen, die sowas machen, sondern zu ganzen Gesellschaftsstrukturen. Und da ist eben für mich die Frage, inwiefern hat die Psychotherapie das sogar eine Aufgabe gesellschaftsweit? Sollte also aus meiner Sicht nicht so sein, dass es nur einzelne Menschen therapiert werden und die sozusagen als falsch gesehen werden oder als krank, weil sie nicht in diese Struktur passen, sondern eben vor allem soll es eine gesamtgesellschaftliche Angelegenheit sein, dass man schaut, dass es gar nicht so weit kommt, dass die Leute das brauchen. Und da braucht es aus meiner Sicht ein massives Umdenken in allen Strukturen, die wir haben. Wie gesagt, es fängt an in der Erziehung, ich mag das Wort schon nicht, dazu werde ich mal ein eigenes Video machen. Erziehung und Grenzen setzen sind auch so Sachen, die eigentlich, wo ich sehr, sehr ambivalent damit umgehe mit diesen Begriffen. Und dann geht es natürlich weiter in Kindergarten, in Schule. Wie wird da mit den Kindern umgegangen? Ich meine, es ist natürlich heute schon viel besser, als es vor 50 Jahren war, aber es ist immer noch schlimm. Das heißt, wie da immer Kinder eigentlich drüber gefahren werden, wie sie versucht werden, dass man sie einpasst in diese Gesellschaft. Eben, wie gesagt, das Wort Erziehung. Also man muss sozusagen diese kleinen Organismen, die nichts wissen und nichts können, die muss man sozusagen formen nach unseren Vorstellungen, damit sie dann da reinpassen. Da fängt das ganze Dilemma schon an oder setzt sich eigentlich fort aus der Erziehung. Und es geht natürlich auch weiter in der Schule. Wie werden die da unterrichtet? Eigentlich in einer Struktur, die an Kasernen erinnert.
mit Frontalunterricht. Wie gesagt, alle Lehrer, die dazu hochen, ja, so kann Angriff jetzt an euch sein, sondern es ist systemkrank. Und ich weiß, ich kenne viele Lehrer, Lehrpersonal, die machen das total gut, die machen das eigentlich auch gut in dem System. Nur das System ist aus meiner Sicht grundlegend falsch. Und das zieht sich eben so weiter bis in die Berufswelt, wo Leute dann einen Beruf machen, den sie eigentlich nicht machen wollen. Den machen sie nur, damit sie das Geld haben. Das Geld brauchen sie, damit sie überhaupt überleben können. Manche können mit dem Beruf, den sie haben, mit der Arbeit nicht einmal überleben, weil einfach auch zu wenig rausschaut. Und das sind Sachen, die ziehen sich durch die ganze Gesellschaft und die sind grundlegend falsch. Und da ist eben die Frage, wenn nachher da jemand herausbricht und sagt, ich kann nicht mehr, ist dann die Aufgabe, den wieder passend zu machen? Oder sollte es nicht die Aufgabe sein von uns allen, dass wir das System sozusagen an der Wurzel umdrehen, umkehren, verbessern? Ja. Das wäre mein Gedanke. Sollte nicht, wie gesagt, nicht gegen die Psychotherapie per se sprechen, weil es brauchen einfach viele Leute in der akuten Situation. Aber meine Vorstellung, meine Vision wäre schon, dass man das irgendwann gar nicht mehr braucht. Ein Berater kann es immer mal brauchen in jeder Gesellschaftsstruktur. Jemanden, der vielleicht dir irgendwo weiterhilft, aber jemanden, der die versucht passend zu machen, den soll es eigentlich nicht mehr brauchen, hoffe ich. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ihr könnt mir eure Gedanken gern unten in einem Kommentar hinterlassen und bis zum nächsten Mal.